Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Mario & Rabbids Kingdom Battle in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mario & Rabbids Kingdom Battle, das Ganze im August 2017 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, so sieht das aus, die Collector's Edition für den Nintendo Switch zu dem Spiel Mario & Rabbids Kingdom Battle. Collector's Edition nennt sich das Ganze, ab 6 Jahren freigegeben. Wir haben hier erstmal so einen Pappschuber, der schon etwas ausgeblichen ist. Auf der unteren Seite lesen wir Obi Collectibles. Auf der Oberseite Mario & Rabbids Kingdom Battle Collector's Edition. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. So, wir haben hier auf Englisch beschrieben, worum es hier geht, beziehungsweise was euch in dem Spiel so erwartet. Dann haben wir hier noch die Boxinhalte im Detail und natürlich die technischen Infos und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Pappschuber mal ab. Und schauen uns die eigentliche Box an. Die sieht es so aus, also wir haben hier auch wieder den Aufdruck, dann haben wir hier das Sichtfenster mit der Figur, dann hier diesen Mario Rabbit, beziehungsweise Rabbit Mario, je nachdem wie man möchte, hier dann noch einmal den regulären Mario, auf der linken Seite haben wir dann diverse Hasen, also Hasen Peach, Yoshi ist auch mit am Start, ebenso Luigi und auf der Rückseite gibt es ja auch nochmal den Hasen Luigi und Peach. Ja, auf der Oberseite sieht das Ganze dann so aus. Hier so Wolken, Artwork und dann kann man hier den Deckel entsprechend aufklappen. Naja, wenn es geht. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Und dann kommt man hier zum Inhalt. Als erstes haben wir einmal natürlich, wie zu erwarten, das Spiel. Als nächstes haben wir hier dann so ein Paket Sammelkarten. Und als nächstes dann noch den Soundtrack. So, das Ganze lässt sich dann hier rausheben, also diese obere Ebene. Und dann kommen wir zur Figur. Die ist hier in so zwei Hälften Kunststoffverpackung. Und dann werden wir auch die hier mal befreien. So, dann heben wir die mal raus. Das ist die Figur. Und das ist die restliche Verpackung. So, dann starten wir wie immer mit dem Spiel. Das ist dieses hier. Für den Nintendo Switch Mario & Rabbids Kingdom Battle. So sieht das reguläre Spiel aus, also das, was man auch ohne Box im Laden kaufen kann. Auf der Seite beschriftet und auf der Rückseite haben wir hier nochmal die Infos zum Spiel und einige Fotos. Ja, hier steht auch nochmal Do Not Sell Separately. Dann schauen wir mal rein. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Info zu diesen Figuren. Also scheinbar gibt es da nicht nur den Mario als Figur, sondern auch noch diverse andere. Hier lesen wir es. In 16 cm oder 8 cm. Rayman Legends. Und dann haben wir noch so, ja, Informationen, Gebrauchshinweise etc. Gut, das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Ich glaube, das interessiert die wenigsten. Das Spiel ist dann hier unten eingefasst in diese Plastikhalterung, sieht so aus, in schwarz gehalten und ansonsten haben wir hier noch das komplette Artwork hier mit den Köpfen der einzelnen Spielcharaktere. So, das war's zum Spiel. Dann haben wir als nächstes den Soundtrack zu diesem Spiel. Ja, das gibt es auch hin und wieder, dass man den Soundtrack eines Spiels hier beifügt, auf CD in diesem Fall. The Official Soundtrack kommt hier in einer Papphülle. Das ist eine Menge. Also wir haben hier insgesamt 31
Lieder 31 Anspielpositionen von Grant Kirkhope. Der hat das hier scheinbar produziert oder komponiert. So, das ist die CD. Auch hier wieder im Wolken-Artwork. Wie gesagt, in einer Papphülle. So, als weiteren Boxinhalt haben wir dann hier noch so wie so ein Booster-Pack. Also die Collector-Cards zu diesem Spiel. Ja, werde ich jetzt zulassen. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch diese hier. Und zwar die Figur. So, die Plattform, die ist beweglich, denn wir sehen es hier, das Ganze hat nur so einen kleinen schwarzen Zapfen, der hier in den Fuß bzw. ins Bein geht. Ansonsten hier keine Befestigung und dementsprechend kann man auch das Ganze hier frei bewegen. Also je nachdem, wie man ihn hier auf der Plattform positionieren möchte, kann man das hier machen. Die Figur, die wiegt einiges, also die dürfte wirklich hier so massiv aus Kunststoff sein. Und wir haben hier eben den Rabbit Mario mit einer ziemlich überdimensionalen Waffe. Aber man erkennt ihn natürlich trotzdem hier anhand der Mütze, des Schnurrbarts und seinem Klempner-Outfit. So sieht er rundum aus, also ziemlich schön verarbeitet und bemalt. Und auf der Unterseite lesen wir auch noch etwas. Was lesen wir hier? Mario Rabbids Kingdom Battle, Ubi Collectibles und das Ganze ist Made in China von Pure Arts. Grüße gehen raus. So, dann packen wir wieder zurück auf die Plattform. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Figur hier, Rabbit Mario. Dann haben wir hier diese Collector Cards in diesem Booster Pack. Das Ganze auch noch auf CD, also den offiziellen Soundtrack mit insgesamt 31 Anspielstationen hier in Papphülle. Und natürlich das Spiel an sich für die Nintendo Switch, Mario Rabbids Kingdom Battle. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Mario Rabbids Kingdom Battle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Mario Rabbids unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.